Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Let's Play Fallout 4. Fängt gut an, man startet direkt eine 10mm Patronen. Frau. Ich habe mir ein kleines bisschen erschrocken. Ein Stealth Boy, aha. Maulwurfsrattenfleisch. Interessant. Gut. Dann hätten wir das auch. Okay, da hätte ich jetzt erwartet, dass da eine Falle ist. Wenn es doch nur eine Verwendung für das Zeug geben würde. Es gibt für jeden Scheiß eine Verwendung. Wait. Okay. Das heißt, Waze kann es nicht sein. Kann es... Wiffer? Keine Übereinstimmung wäre dabei. Bei Hatch würde gehen. Okay, dann ist es wahrscheinlich das A an der zweiten Stelle. Darwin. Okay, ich brauche Klammern. Versuche zurückgesetzt. Okay. Ein A und ein weiteres von Darwin. So wie saved. Das wär's. Ja. Turmsteuerung. Na. Deaktivieren. Und dann ist das schon mal in Sicherheit für uns. Eine Aluminiumdose, die werde ich natürlich mitnehmen. Und der Klebeband. So. Was haben wir denn hier? Eine Firmicus-Öllampe. Aha. Na dann. Alle rein in das gute Nein. Ding. Man hat nicht gelebt, bevor man nicht einen Brahmin mit einem Vertibird umgeschubst hat. Das ist mal eine echte Herausforderung. Ich weiß nicht, in welchem Stockwerk wir jetzt sind. Was ist das denn? Wo lang? Und wieso habe ich so wenig Gesundheit nur noch? Buffjet. Hatte ich das vorher auch? Geil. Das muss doch irgendwie ein Notausgang sein, oder? Will ich mal vermuten. Oh, scheiße. Ich weiß nicht, wo ihr seid. Und ich weiß nicht, wo ich hier bin. Ich bin eher auf dem Basketballfeld. Das ist ja höchst interessant. Basketballfeld. Ich will erst hier lang. Was hier so ist. Maria, Mutter Gottes, in Ehren. Ja, das hat gar nichts gemacht. Bist du denn des Wahnsinns? Piper, was ist denn los mit dir? Wenn Piper jetzt mal ein bisschen schneller näher kommen würde. Habe ich irgendwelche Bomben, die ich legen kann? Kronkorkenmine habe ich. Äh,
Hallo. Aha. Was ist denn mit dem Fatman in der Hand? Ich verstehe diese alten Spiele nicht. Da ziehe ich die rote Gefahr auf jeden Fall vor. Kampf initiiert. Oh. So, noch ein Sinn? Huch! Ey! Ist gar nicht schwach. Der hat nur relativ viel gezogen. Jo, das denke ich auch. Ja, das frage ich mich auch. So, hat die wirklich jetzt gerade mal, die Todeskralle einfach mal eiskalt mit der... Seltsam, offenbar eine Fehlfunktion meiner Sensoren. Ja. Noch ein Fatman. Da sind bestimmt die Mini-Atombomben drin, oder? Scheiße. Oh nee, gar nicht. Hey. Hallo Piper. Huch. Du kriegst von mir weitere Munition. Was gibt's denn zu tun? Was immer da so garstig riecht, es sollte dringend zu einem Arzt gehen. Ich glaube, der ist ein bisschen zu spät dafür. So, wir haben das die Frau jetzt alles allein machen lassen. Heilige Maria! Weg, weg, weg! Piper schießt gleich! Weißt du, ich habe mehr Sorge vor Piper als vor den Gegnern. Ihre Terminierung ist unvermeidbar. Hallo. Na, ach komm, machen wir's. Kritisch. Ein Kronkorken. Terpentin. Klebeband. Aluminium. Alles Dinge, die ich gerne, gerne, gerne habe. Ein Werkzeugkasten. Da sind bestimmt sinnvolle Sachen drin. Kleberband. Oder so. Oder irgendwelche Sachen mit Schrauben. Cool. Jawoll. Öl geht natürlich auch immer. Kleber ist natürlich auch wichtig. Ein Klo. Mit Dusche, das sieht man relativ selten, ne? Dass eine Dusche dabei ist. Ich habe mich getäuscht. Keinen Feind entdeckt. Jo. Hallo. Hallo. Mhm. Scheiße. So. Das wär's. Ach komm. Wieso? Ah. So, das wollte ich mir anhören. Hallo, meine Süße. Tut mir leid, dass es so enden musste. Ich wollte einen Platz schaffen, an dem unsere Kinder gut leben können. Du weißt, dass ich ein Familienmensch bin und immer zuerst an unsere Kinder denke. Ich würde alles für sie tun. Auch auf Kosten des Steuerzahlers. Der Mob hat sich seinen Weg gebahnt und es ist nur eine Frage der Zeit, bis er die untere Etage erreicht. Bring den Leuten meine Leiche und sag ihnen, dass ich als Feigling gestorben bin. Vielleicht lassen sie mich dann in Frieden. Meiner Sensoren muss eindeutig sein, einer der Angestellten. Hab seinen Namen vergessen. Wie dem auch sei. Adieu, mein Schatz. Ich liebe dich und die Kinder so sehr.
Scheint nichts zu sein. Also ich muss mal gerade sagen, dass dieses Heft, was ich gerade eingesammelt habe, übertrieben ist. Eine permanente Gesundheitsregenerierung, wirklich? Also, das ist jetzt nicht, scheiße. Das ist halt schon richtig geil. Die von deiner Tablet. Findet man hier drin überhaupt etwas? Tja. Mr. Handy Treibstoff. Seife. Er hat noch mehr Seife fallen lassen. Die Lager werden immer interessanter. Jetzt nehme ich die Stangenzigaretten mit. Ach Mist. Safe-Schlüssel. Ich weiß natürlich nicht, wo der Safe ist. Oder doch? Warte mal. Aha. Also doch. Richtig gewesen. Offenbar ist mein Ziel verschwunden. Ja, ja, das ist einfach so. Also ein Emalia-Eimer. Da kann ich nichts mit anfangen. Huch! Okay. Habe ich jetzt nicht mitgerechnet? Ja dann. Da. Das Ding macht aber gerade übertriebenen Schaden. Da hilft nur eins. Ein Banküberfall. Was? Medex. Das war euer letzter Fehler. Mhm. Nett. Das schaffe ich nicht zu hacken. Warte mal. So, die ist tot. Ja gut, dann. Wie schön. Was muss ich denn dann tun? Was ist denn dann meine Mission? Kehr zu Proctor Asse. Gibt's da kein Passwort? Oder so? Für das Ding? Nix der Art. Wo? Wir sind ja schließlich noch nicht fertig. Wir haben ja noch ein bisschen was vor uns hier drin. Außerdem haben wir noch 6 Minuten in der Folge. Heißt, wir dürfen nicht ohne was in den Händen gehen. Da ist doch Öl, das weiß ich. Ich habe das Gefühl, als würde ich im Kreise laufen. Nun, dieser Ort ist auf jeden Fall mal was anderes. Ja, da hast du recht. Ja, ich laufe im Kreis. Ich bin wieder hier.
Schade. Naja, egal. Ist da jemand anwesend? Nö. Greife Feind an. Dachjen. Natürlich habe ich keine Chance auf Treffer. Hallo, du bist tot? Meine ich doch wohl. Sensor meldet feindliche Präsenz. Meldet feindliche Präsenz. Ja, da oben. Mein Ziel ist verschwunden. Sensorzerstörung eines anderen sind bestätigt. Ach, das ist ein Anführer. Also jetzt nichts Einfaches. Ja dann. So, da ich diese Säule hier habe. Wo ist Piper eigentlich? So. Aua. So, den kann ich kritisch machen. Meine Güte, war das ein Hundsrück. Interessant. Ja, gut, dass er auf der ersten Mission direkt meine Kompanin gestorben ist, wir nichts zurückgebracht haben, aber egal, hey, YOLO. Jetzt noch kurz Sachen verkaufen und dann sind wir auch schon durch. Erstmal zur Burg nämlich. Da kann ich meinen Schrott einlagern und doch auch sogar schon ein paar Sachen verkaufen. Wir haben ja schon Glück, 3 Händler. So. Ach, ist das schön, wie das hier wächst. Hey, ich kann dich bei Bedarf zusammenflicken. Ja, ja. Ja, wirf mal einen Blick darauf, Doc. Oh. Erzähl mir, was für Symptome du hast. Oh, ich könnte meine Red-Strahlung heilen, genau. Ich glaube, ich habe da draußen ordentlich Strahlung abbekommen. Wir bringen das in Ordnung, keine Sorge. Fertig. Und? Gibt's noch irgendwas anderes, was dich plagt? Ja, meine Geldsorgen. Ja, wir sind fertig. Pass in Zukunft besser auf dich auf, okay? Hallo? Hallo. Es gibt nicht mehr viele Ärzte. Du solltest mich dich mal untersuchen lassen. Ja. Ich könnte ein paar Vorräte gebrauchen. Okay, aber übertreib es nicht mit den Camps. Ja, Fatman? Nein. Brauche ich nicht. Kann ich auch. Huch. Aber der hat Stimpaks. Könnte man natürlich wiederum nutzen. Fixer brauche ich nicht. Buff out, das behalte ich alles mal. Die Rüstungen. Oh
So, was haben wir denn hier? Ingenieursrüstung. Am Stelle von... Hä? 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 Ich verstehe. Ich bin im falschen Ding. Ach so. Ja, das ist der rechte Arm. 4 und 7, Gewicht 3,8, das ist noch leichter. Das ist der Harnisch. Da nehme ich die mehr Tragfähigkeit in Kauf. Ja. Ach so, ach okay. Mhm. Okay. Ah, jetzt verstehe ich, jetzt verstehe ich, jetzt verstehe ich. Hey, wenn du eine Waffe brauchst, bist du ja genau richtig. Mhm. Zeig mal, was du so hast. Sag mir, was du haben möchtest. Geld. Eigentlich nur Geld. So, kurz überlegen, gucken. Neue Bewohner? Nein. Doch? Ach ja, klar, ich habe das eine zusätzliche Bett ja auch gemacht. Ja. Ja, das, funktioniert super. Naja, das, dann macht das erstmal nichts. Schrott habe ich gelagert. So, Waffen, Rüstung wollte ich nämlich gucken. Ich war schon immer neidisch auf Leute, die andere Sachen als Sätze bauen können. Ja. Verbesserte Schadens- und Energieresistenz, zusätzliche Taschen. Ist schon das Geilste, was ich habe. Fiberglas. Hat einfach nur noch mehr. Ja. Nerd-Armstütze. Ohne extra. Ruhigeres Zielen durch Zielfernrohre. Reduzierter Strahlungsschaden. Mit waffenlosen Schaden reduziert Körperteilschaden. Die Tragekapazität. Nehme ich das. So, So, und hier ist Leichtbau. Ist schon alles gut, ne? Gut, Zahn, ist auch gut. Wollen nur noch einen anderen Arm. Der guten Gussharzberg. Keine Ahnung, wie ich auf sowas komme. So. Keine Ahnung, wieso ich auf diese Dinge komme. Ich weiß es nicht. Wir sehen auf jeden Fall deutlich besser aus. Also, ne? Tragen 5 mehr.